Die Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse liegt etwas versteckt in Westerhüsen in, Sie vermuten es sicher richtig, in der Zackmünder Straße. Nichtsdestotrotz gab es hier vor einigen Tagen ein großes Hallo. Und wir sagen Ihnen warum. Meine Hände können reden, welche Sprache, ganz egal. Klar und eindeutig für jeden, das versteht man überall. Oben, unten, links und rechts, riesengroß, groß, ganz klein. Bitte, danke, sehr gut, schlecht, ich will schlafen, leise sein. Ab und zu musste sich Christel Köpp an diesem Tage doch eine Träne wegwischen, nach 45 Dienstjahren als Kindergärtnerin im Magdeburger Südosten. Davon die letzten 7 Jahre hier bei ihren Zackmündner Knirpsen. Aber nicht nur sie war traurig, ihren Knirpsen ging es nicht viel anders. Seit 1967 übte Christel Köpp ihren Beruf aus und hat in mehreren Einrichtungen gearbeitet. Davon 17 Jahre als Leiterin einer Einrichtung. Ich habe vorher bei den im Seibker Kinderspaß gearbeitet und der hat zugemacht und dann bin ich hier hoch in die zu den Zackmünder Knirpsen gekommen. Auch der Förderverein sieht ihren Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Schön, Frau Köpp hat jetzt mehr Zeit, wo man ja trotzdem immer sagt, Rentner und Zeit und so. Naja, da gibt es so die Sprüche. Aber natürlich, wir verlieren damit eine gute, sympathische Mitarbeiterin, die jetzt in ihren wohlverdienten Ruhestand geht. Aber sie hat schon versprochen, sie wird öfters vorbeikommen, auch mit den Kindern noch was unternehmen, kleine Spaziergänge, dies und das. Und sie bleibt uns erhalten. Jeden Tag kam Frau Köpp entweder mit der Straßenbahn oder im Sommer mit dem Fahrrad aus Stadtfeld in ihren Kindergarten. Jetzt ist erstmal etwas Erholung angesagt. Dann ist mein Mann ja auch seit einem Monat im Ruhestand. Wir müssen uns erstmal ein bisschen organisieren zu Hause, ist ja logisch. Das ist ja was ganz Neues, wenn auf einmal beide da sind. Und dann hab ich meine Kinder in Berlin. Da werde ich also auch öfter dann aufschlagen. Die freuen sich schon, wenn Mutter dann mal mehr Zeit hat als bisher. Und dann werden wir viel Urlaub machen und erstmal das Leben ein bisschen uns entspannen und genießen. Und dann sehen wir weiter. Einen Garten haben wir leider nicht, mein Mann ist ein Gartenmuffel. Ja. Das kann er hören. Da scheint es also noch Klärungsbedarf zu geben. Die eigenen Kinder werden jetzt also mehr von ihrer Mutter haben. Die Zackmünder Knirpse müssen sich umgewöhnen. Ja, wir werden die Christel natürlich seelisch immer vermissen, das ist klar, weil sie ja, wie gesagt, 7 Jahre lang ein Steinchen in unserem Ganzen war, ein wichtiges Steinchen. Wir haben aber auch gute Nachfolger für die Christel auch eingearbeitet hat in ihre Gruppe, sodass also unsere Arbeit auch nach wie vor weiterhin gut läuft. Die Kinder sind in guten Händen und Christel wird uns, wenn sie Zeit dann hat, immer mal besuchen. Aktuell werden 62 Kinder von 1 bis 6 Jahren bei den Zackmünder Knirpsen betreut und auch Erweiterungspläne gibt es, die beim Jugendamt vorliegen und der Bestätigung harren. Träger der Einrichtung ist der Verein Kitas am Selbker See. Dazu gehören 3 Einrichtungen, wir als Zackmünder Knirpse, dann Bertis Bieberburg, auch so eine ganz kleine Einrichtung wie wir und eine große, ganz neu sanierte Einrichtung Kita am Selbker See. Die Geschäftsführerin unseres Vereins heißt Frau Prosinski, die das alles auch ins Leben gerufen hat durch eine Elterninitiative vor vielen Jahren. Und diese Elterninitiative hat sich dann als Träger entwickelt und deshalb können wir also heute glücklich sein, dort mit dazuzugehören. Und das wird auch so bleiben, denn in Magdeburg sollen ja jetzt weitere Kita-Plätze geschaffen werden, wie man weiß.